Aus einem verklemmten Arsch kommt kein entspannter Furz. Servus, Grüezi und Hallo auf dem Wiesendieselkanal. Im heutigen Video möchte ich dir etwas zur Technik erzählen von schnellen Fingern. Und zwar nicht schnelle Finger, wo wir sehr schnell über die Tasten sauen, sondern mehr oder weniger auf denselben Tasten oder auf derselben Taste bleiben und mehrmals hintereinander, 3, 4, 5 Mal, die drücken müssen, aber sehr schnell. Um das geht's. Vielleicht hast du mal probiert, Heidi zu spielen. Heidi ist so mittelschwer, ja. Das kannst du nach 2, 3, 4 Jahren beginnen zu üben. Ja, je nachdem, wie oft das du natürlich übst. Und dann kommt eine Passage, die kennst du, wenn du es schon mal geübt hast. Und das ist nämlich der Jodel. Hier verkrampfen sehr viele, die diese Technik noch nicht drauf haben. 1, 2, 3. Wohlverstanden, 1, 2, 3, dreimal die Taste hintereinander zu drücken, ist nicht schwierig. Wo liegt die Schwierigkeit? Diese Bewegung, auch bei der Begleitung übrigens, sollte aus dem Handgelenk kommen. Nicht aber aus dem Finger. Es ist egal, ob du mit dem Zeigefinger oder mit dem Daumen diese Passage spielen möchtest. Du musst nicht so spielen und mit dem Daumen auch nicht so, sondern du lässt die Finger so zusammengekrallt stehen. Immer in dieser Reaktionsstellung, sage ich jetzt mal, und machst kleinste Bewegungen aus dem Handgelenk. Für das musst du entspannt sein in der Schulter, im Ellbogengelenk, im Handgelenk, natürlich und auch bei den Fingern. Du brauchst eine gewisse Entspanntheit. Um zu entspannen, um runterzufahren, wenn dich vorhin vielleicht gerade die Kinder genervt haben oder dein Chef oder du Holz gehackt hast, dann nimm irgendwie mal Zirbe, nimm mal einen tiefen Atemzug und zieh es richtig weit hinein und entspanne dich dabei. Atme tief in den Bauch runter, dass sich nicht der Brustkorb nach vorne bewegt, sondern das flanke Bauch da alles rausgeht. Einfach mal durchatmen und dabei deine Arme lockern, weil es ist wichtig, du kannst nicht mit steifen Fingern in der Schulter locker sein und du kannst nicht mit einer verspannten Schulter lockere Finger haben. Diese ganze Extremität müssen locker sein. Das gleiche beim Tanzen. Du kannst verklemmt tanzen, aber du kannst auch extrem locker sein, aus der Hüfte raus, ja? So richtig. Ja, das im Blut haben, da muss man eine bestimmte Lockerheit haben. Wenn du es ganz verkrampft möchtest, wirst du es nicht erreichen. Es ist nicht eine Bewegung, wo du wie ein Huhn Körnchen wickst, ja, bon, don, don, don. Sondern es ist wirklich eine Mikrobewegung, die vom Auge fast nicht wahrnehmbar ist. Und dazu solltest du beim Einstudieren von diesem Stück schon bereit diese Technik anwenden, wenn aber auch langsam. Also nicht so. Das kannst du 1000 Mal machen, du wirst diese Passage nie hinkriegen. Ja? Also, durch das ist alles angespannt, also statisch ist hier, wird das ganze Handgelenk, die ganze Hand bewegt und somit auch der Daumen. Probier keine Kombination zu machen, Daumen und Handgelenk gleichzeitig herunterzudrücken, sondern wirklich nur und auch nicht das. Das wäre fatal. Also, es muss alles locker sein, alles locker bleiben. Und jetzt kannst du das wiederholen. Du kannst sagen, ich mache es 2-mal. Du kannst sagen, ich mache es mal mit dem Daumen, mit dem Zeigefinger, mit dem Mittelfinger. Du kannst drücken, was du willst. Du kannst 2 Finger miteinander drücken.
Das ist jetzt immer 1, 2, 3. Du kannst auch 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Lass dabei die Finger auf den Tasten. Mach nicht. Die Wege müssen ja kurz sein. Wir möchten die Tasten schnell bewegen, ja? Auch der kleine Finger ist relativ schwierig, aber üb den mit. Üb mal die ganze, du kannst auch mal nur diese nehmen. Was du nicht darfst, ist so eine Rotation machen. Es ist keine Rotation. Wir machen es wirklich als kleinste Bewegung aus dem Handgelenk und das kannst du nur, wenn du ganz entspannt bist. Das ist etwas, das du im Alltag nie brauchst. Selbst beim Maschinenschreiben brauchst du es nie. Da wirst du jede Taste einzeln andrücken müssen. Aber hier haben wir es mit etwas zu tun, was wir sonst im Alltag als Kind, als Erwachsenen eigentlich nie brauchen. Und deshalb müssen wir das über Monate und Jahre hin trainieren. Das ist nicht etwas, was du wahrscheinlich schon mit mühelos im ersten Jahr hinbringst. Vielleicht schon, wenn du die nötige Lockerheit dazu mitbringst. Sonst hast du keine Chance. Auch ein Auftakt zum Beispiel. Hier kannst du es brauchen, es ist genau die gleiche Technik. Kleinste Bewegung aus dem Handgelenk. Oder jetzt ist es mir misslungen. Immer dasselbe. Ha? Es gibt noch eine Passage. Das ist kurz vor dem dritten Teil vom Stück auf der Autobahn. Kann man auch so spielen. Hier brauchst du auch wieder die nötige Lockerheit. Vielleicht gelingt dir der Anfang. Und dann verkrampfst du dich bereits. Ja? Hier musst du es immer wiederholen. Locker aus dem Handgelenk, nicht willentlich, zack, zack, nicht aus dem Fingergelenk hier, ja, nicht so und schon gar nicht aus den Ellbogen. Du könntest es auf verschiedenste Art und Weise machen. Und hier kannst du auch wieder spielen. Weil hier ist ja nicht die Schwierigkeit, die richtigen Tasten zu treffen, das wäre einfach. Aber das einzustudieren, diese Art, die Tasten zu drücken, das braucht Wochen, das braucht Monate. Wenn du schon ein anderes Instrument spielst und das schon geübt hast, dauert das eine Minute. Wenn du noch nie von dieser Bewegung gehört hast und die bewusst gelernt hast, kann das wirklich sehr lange dauern. Das sind halt die Sachen, wo das Spielen, das schöne, beschwingte Spielen, das harmonische, das taktvolle Spielen dann schlussendlich dann ausmachen. Genau solche Finessen musst du dir angewöhnen. Ja, also das wäre schon alles zu diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir helfen und viel Spaß beim Üben. Bis zum nächsten Video. Tschüss.